Schaltschale ab, Tank ab. Halbschale ist ab, Tank auch, und jetzt kommt der Luftfilter. Gehe ich mal von aus, ich habe den Motor noch nie gewechselt, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aber hier diese Schellen lösen vom Luftfilter, und hier vorne ist auch noch eine Schraube, kann man dann abziehen. Und danach habe ich vor, den Auspuff abzumachen. Das ist von vorne am Krümmer diese alle lösen. Andere Seite, ja, wie dann wie gehabt. Schelle lösen vom Auspuff, Halterung, Schelle lösen, alles was zum Auspuff ist. Ich fange aber von hinten an. Erstmal den Endtopf los machen mit den Schrauben, Doppeldingen raus und dann erst die Krümmer. So mache ich das. Oder soll ich das anders machen? Ich weiß es noch nicht, aber so ungefähr, irgendwie. So, als nächstes habe ich vor, den Seitendeckel ab, den hier, diese Schrauben hier lösen, weil die Ritzschraube muss auch gelöst werden. Und danach habe ich vor, den Vergaser abzumachen. Da sind hier unter dem Vergaser so Gummidinger und da sind Schellen, die alle lösen. Und Gummischläuche abziehen, die Verbindungen hier sind. Weil ich habe vor, ich weiß noch nicht, ob es geht, den Vergaser einfach hier so hoch, dass ich nicht ganz rausnehmen muss. Und ich gebe einen kleinen Tipp, bevor man hier die Gummischläuche abzieht, habe ich ein paar Fotos gemacht, weil da kann ich eigentlich im Kopf behalten, wo welcher Schlauch war. Also ungefähr weiß ich jetzt, aber wenn ich mal nicht weiß, dann kann ich auf dem Bild nachgucken, wie die Schläuche denn waren. Vergaser ist gelöst, ab, Ritzelschraube, ab, gelöst. So, als nächstes will ich Anlasser ausbauen, die zwei Schrauben, und dann kann man den rausziehen, den Anlasser. Elektrik, Steckerchen, muss man nachher mal gucken, wo das ist. Rausziehen. Ja, das habe ich erstmal vor. Was habe ich denn noch vor? Hier vom Anlasser Strom abmachen. Ja. Elektrik. Hier, diese Steckerchen hier. Die gehen nach unten. Abmachen. Und Kupplungszug aushängen. Zündkerzenstecker ab.
So, ich bin soweit. Alles eingebaut. Ich habe nur gezeigt, wie man grob den Motor reinmacht. Das müsst ihr selber ausprobieren. Ein bisschen rumwackeln, aber raus und ach, ist hier eine Menge Fummelskram. Und jetzt ist es soweit. Wollen wir mal Versuch starten, ob es überhaupt läuft. Nee, ich bin so gespannt. Wer auch drin? Ja. Gerade hin, Moment warten. Und nochmal. Da muss ich halt morgen nochmal machen. Oh, okay.